Mark Ranek, ich kann mit dir reden. Wo ist denn der Mieter von dem Ding? Ich habe ihn bisher noch nicht einmal gesehen. Was möchten Sie von dem Archivar? Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Karl, ich bin der neue Hausmeister des Gebäudes. Mark Ranek, ein angesehener Archivar. Ich muss in dieser ekelhaften Wohnung leben. Ich hoffe, Sie bringen hier alles in Ordnung. Ich werde mein Bestes tun. Strengen Sie sich an, Sie brauchen es mehr als ich. Rosa arbeitet in der Kantine, immer in der Küche. Sie liebt es, Brötchen und Kuchen zu backen. Sie macht das beruflich. Ich wünschte, sie würde nicht nach Kohl riechen. Ich habe ihn schon von meiner Frau erzählt. Ich habe nichts mehr zu sagen. Was ein Assi? So, Klaus Schimmer. Ich habe das Gefühl, dass da niemand reagieren wird. Ja, wo ist der denn? So, alle Äpfel müssen vernichtet werden. Es ist illegal, sie zu lagern oder zu konsumieren. Was ist denn das für ein Kappes? So, ich könnte aber theoretisch, wenn ich gerade so drüber nachdenke, hier in den Shop gehen und mir so eine Kamera kaufen. Dann kann ich nämlich einmal hier rein linsen, aber hier dürfte ja niemand drin sein, genau. Und dann öffnen wir die Tür. So, Frau, jetzt komm bitte nicht hoch, das wäre jetzt sehr unglücklich. So, schauen wir mal nach. Ne, durchsuchen wir hier mal die Wohnung. Ich glaube, das ist somit das Beste, was wir tun können. Brille, Buch, Kamm. So, bauen wir mal... Wer kommt da gerade heim? Okay, das ist mein Sohn. Glück gehabt. So, nicht, dass da irgendjemand anders kommt. Ich habe irgendwie... Schiffsmodell... Ausländischer Brief. Oh. Der Mieter steht mit jemandem im Ausland in Kontakt. Achso, aber das muss ich melden. So, warte. Durchsuchen wir das nochmal eben schnell. Hat der auch ein ausländisches Buch hier drin? Ausweis, jeder Bürger muss seine Ausweis haben, Brille. Nathan, okay, da... Ach, guck mal, ich kann sogar rennen. So, hallo Nathan. Oh Gott, ich dachte gerade, ich hätte mich vom Bus überfahren lassen. Puh. Meine Komplimente. Warte, mit wem muss ich... Nee, ich muss über Jacob handeln. Sehen Sie sich um? Nee, nichts irgendwie. Ich habe das Gefühl, Jacob existiert nicht. Muss ich gestehen. Maria, das ist Rosa. Ja. Oder habe ich ihn einfach nur komplett übersehen? So, telefonieren wir einfach mal. Telefonieren. So. Referenz. Was möchten Sie gerne wissen? Reparatur von Wohnung, Dokumentieren von Charakteristiken. Klicken Sie auf den Schreibtisch und wählen Sie die Protokolloption aus. Wählen Sie anschließend das Formular in den neuen Fenster. Fügen Sie die Daten des Mieters ein, für die Sie eine Akte anlegen. Senden Sie den Bericht an das Ministerium für Informationen. Der Bericht wird überprüft. Wenn Sie das Formular korrekt ausfüllen, erwartet Sie eine Belohnung. Wenn Sie das Formular falsch ausfüllen, erhalten Sie ein Bußgeld. Klicken Sie auf den Schreibtisch und wählen Sie die Protokolloption aus. Okay. So, andernfalls Bußgeld. Okay. So, ist das der Schreibtisch? Nee, das ist durchsuchen. Schreibt doch, das ist der Schreibtisch. Ente. Unsere Tochter liebt Enten. Wo ist Jakob? Da kann ich aber irgendwie nur durchsuchen. So, da kommt jetzt gerade nochmal ein Bus. Ist das jetzt vielleicht Jakob? Nee, das ist Klaus Schimmer. Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Ich habe nämlich das Gefühl, dass Jakob irgendwie nicht lebt. So, habe ich hier noch einen anderen Schreibtisch? Muss ich den reparieren? So, dann telefonieren wir einfach nochmal, die Nummer wählen. Eine Aufgabe berichten. Warten auf Ihren Bericht. Beobachten Sie Jakob Manischeks Wohnung. Rufen Sie uns nach Abschluss der Aufgabe an. Ja, Jakob Manischek kommt irgendwie nicht in seine Wohnung zurück. Oh, Klaus Schimmer, der hat geraucht. Darf man rauchen? Hallo. Alles Gute, Karl. Muss ich mal schauen. Darf man rauchen? Die Schaffung von politischer Propaganda. So, ich kann hier auch eigentlich mal unten in dem Kühlschrank nachschauen, nicht?
Nee, kann ich nicht. So, okay. Was für eine komische Verordnung, keine Äpfel. So, das ist eine Top-Plante. Ja. Neue Anordnung der Regierung erhalten. Das Ding vor dem Ministerium für Ordnung ist verboten. Das Ding vor dem Ministerium für Ordnung ist verboten. So, schauen wir mal ganz kurz rein. Vielleicht sehen wir ihn hier. Ich meine, niemand ist mehr wach. Und öffnen die Tür. Ich meine, Jakob kommt halt nicht. So, wo ist Jakob? Ja, Jakob, komm mal bitte heim. Oder auch nicht. Kartenspiel und Würfel. Betreibt gerne Glücksspiele. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Ah, okay, okay, okay. Es geht nicht immer darum, dass ich mit den Menschen reden muss, sondern dass ich auch, oh Gott, Jakob kommt heim. Schnell, rennen. So, wir reden mal mit Jakob. Schauen wir mal. Also, wir wissen jetzt, er ist Glücksspieler. Was wollen Sie? Wer sind Sie? Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Karl und ich bin der neue Hausmeister. Habe ich einen Wettbewerb mit dem Titel Wen interessiert ist, wer der neue Hausmeister ist, gewonnen? Ihre Geschäfte sind mir egal. Oh. Warum spionieren Sie hier herum? Haben Sie nichts Besseres zu tun? Es ist meine Pflicht, mich um das Haus zu kümmern. Sehen Sie sich vor, Ihre Familie könnte etwas Schlimmes zustoßen. Guck mal, der hat uns sehr lieb. So, und, Achso, da muss ich jetzt einfach nur, Ministerium anrufen für... Okay. So, pop, 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 pop. Ich finde das, Watschelgeräusch toll. So. Achso, das ist ja wieder Kamm und Ente. So, dann rufen wir mal das Ministerium an. So, Ministerium für Ordnung. Glückwunsch. Ihre erste Aufgabe war ein Erfolg. Ihre Belohnung? $500 und 50 Reputation. Laut unseren Quellen verstößt Jakob maschinell gegen Staatsanordnung. Spionieren Sie ihn mit Hilfe der Überwachungskameras aus. Wenn eine Kamera eine illegale Handlung des Mieters feststellt, verändern das Aktionssymbol seine Farbe. Klicken Sie auf das Symbol, um die Beweise der Akte hinzuzufügen. Fügen Sie die gesammelte Beweise Ihrem Bericht hinzu. Das Ministerium Beweise sammeln über Jakob. Ah, okay. So, guck mal, da ist ein Brief. Da läuft jetzt Jakob umher. Jakob, du alte Sau, du. Himmel, das Geräusch ist laut. Und verwirrend. Der Sohn des Leiters der Gewerkschaft für Bergarbeiter wurde bewusstlos aufgefunden, nachdem Verbrecher ihn laut Bericht mit Drogen vollgepumpt hatten. Derzeit wird er im Krankenhaus behandelt und rehabilitiert. Das Ministerium vor Ort rät den Bürgern aufmerksam zu sein und jegliche Handlung bezüglich der Herstellung und Verbreitung von Drogen anzuzeigen. Bedenken Sie, Ihr Kind könnte das nächste Opfer sein. Jo. Okay, ich muss irgendwie darauf hoffen, dass die da rausgehen. So, Beweise sammeln. Über Jakob Manischek berichten. Eigentlich wollte ich mir Zeug kaufen. Eine weitere Kamera. Elektriker-Kit. Reparaturset für Haushaltsgeräte. Ich bleibe mir dabei, dass ich das Kit habe. So, Jakob, können wir miteinander reden oder bist du noch immer kein Freund von mir? Was wollen Sie? Okay. Okay, ja, 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 ja. Patrick, komm, Sohn, Sohnemann. Ja, Vater. Okay. Du hast da nichts Neues zu erzählen. Wer schläft denn da? Schläft da mein Kind? So, Brille und Geldbörse. So, guck mal, das kann ich auch untersuchen. So, gesammelte Beweise, stellt Drogen her, Tagebuch und Handtuch. So, das heißt, jetzt kann ich quasi nochmal anrufen und über ihn berichten. So, das sind die Schimmers, nicht? Referenz, was möchten Sie gern? Achso, Verfassung von Berichten. Achso, Schreibtisch, okay, okay. So, jetzt kann ich hier nämlich Bericht erstellen, ne? So, wie mache ich das? Wegen Sie Beweise, die Sie gesammelt haben, in das Feld Beweise. Sie werden verwendet, nachdem Sie den Bericht versandt haben. Was? Bewegen Sie Beweise, die Sie gesammelt haben, in das Feld Beweise? Achso, einen Bericht schreiben? Herr, Frau
Jakob Manischek lebt in Wohnung Nummer 2. Verstoß gegen... Was ist denn das jetzt bitte für ein... warte, wir können doch Profil eines Mieters, oder? Nee. Ich bin gerade ein bisschen... Gesammelte Informationen. Gesammelte Beweise. Bewegungsbeweise, die sie gesammelt haben, in das Feld Beweise. Ach so. Ah, okay. Ich muss aber wissen, welches... So, 6... Achso, Verstoß gegen 6041. Lebt in Wohnung Nummer 2. Herr, Frau Jakob Manischek von 2. September. Dann klicken Sie anschließend auf Senden. Vorsichtsgebot und für Fehler gibt es Bußgeld. Arbeitsplatz verlassen. Okay. Oh, jetzt kommt da direkt schon die Polizei. Sehe ich das richtig? So. Wer kommt denn jetzt da wieder heim? Jakob hat da wohl wenig Lust drauf. So, mein Sohn. Okay, jetzt verstehe ich so ungefähr, wie das Spiel funktionieren soll. Ach Himmel, Herrgott, der wird aber niedergeprügelt, du. Und jetzt wird er abge... Okay. Danke für alles. Oh, jetzt weint er auch noch. Das ist traurig. So, da ist niemand drin. Dann kann ich hier immer schnell einbrechen. So, und dann hier eine Zweikamera anbringen. Er weint noch weiter. Oh Gott, jetzt fühle ich mich so ein bisschen schlecht. So, untersuchen wir mal ganz schnell hier ein bisschen was. Geldbörse, Taschenuhr. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade jemanden nochmal nach Hause bekommen. Oh, wir kriegen dafür ein Achievement. So, schauen wir auch hier nochmal schnell nach. So, schnell raus. Rosa, ich muss immer schauen, wer wo lebt. Ist jetzt, achso, wir haben eine neue Zeitung hier bekommen. So, nach und nach kann ich mir jetzt auch mehr Zeug holen. Apartment 2 reparieren, Mieter für Apartment 2 finden. Tote Worte. Das Ministerium der Wahrheit hat ein erhöhtes Interesse an philosophischen Büchern festgestellt, darunter Werke von Paul Williams, der vor einem Jahrhundert starb. Seine Schriften beschreiben veraltete Ideen, die erwiesenermaßen unrealistisch sind, und doch bleiben sie in den Köpfen der Menschen. Das Ministerium glaubt, dass die Vorstellung einer Gesellschaft ohne Regierung, in der die Menschen freie Entscheidungen treffen können, gefährlich ist, und diese soll in all ihren Formen zerstört werden. Okay. So, ich habe da irgendwas, was ich durchsuchen kann. Ich hoffe, das ist alles okay. Wohnung 2. Ach, das kostet mich jetzt 500, dass ich den Müll repariere. So, du spielst Schach. Okay, und da weiß ich, kocht gerne und angelt gerne. So, repariere ich mal Wohnung 2. Gut, habe Apartment 2 repariert. Achso, habe ich jetzt mein Dings verloren? Meine Kamera da drin? Oh, das ist unglücklich. Mieter für Apartment 2 finden. So, Wohnung 2 vermuten. Berühmter Herzchirurg sucht Wohnung auf Langzeit. Anstand garantiert, möchte eine Kammer für ein paar Wochen mieten. James Probando, coolen Schiffbootsmann. Ich nehme mal den Arzt. Einfach, weil ich kann. So, und... Sohnemann! Worüber redest du denn? Ja, Vater? Über die Minen sprechen. Hast du deine Meinung darüber, Bergarbeiter zu werden, geändert? Ich hasse die Minen, Vater. Ich würde eher sterben, als für einen Sklave zu schuften. Okay. Okay, dann kann ich die Konversation auch beenden. Klaus Schimmer und Maria Schimmer. Wo leben die Schimmers nochmal? Die Schimmers leben in Wohnung 1. Okay. Nach Anforderung der Regierung. Die Verwendung von fremder Währung ist illegal. Es ist illegal, Bücher von Paul Williams zu lesen oder zu besitzen. Upsa. Dann schaue ich jetzt mal ganz kurz in meiner eigenen Wohnung umher. Ich hoffe mal, meine Familie hat da weniger Probleme mit. Ach nee, die Kamera bleibt drin. Buch. Nichts von Interesse. Das ist gut zu wissen. Da hatte ich jetzt wirklich Sorge, dass mir die Kamera irgendwie im Endeffekt fehlt. Handtuch. Man kommt nur schwer in gute Handtücher. Ja, man muss sie auch schauen. Ne? Nur weil es Familie ist, heißt es ja nicht, dass sie hier, ne? So, im Fernseher ist nichts versteckt. Könnt die anderen Wohnungen reparieren? Das Verbrechen und Strafe, das Ministerium anrufen. So, dann warte ich, bis die Schimmers weg sind, weil da habe ich ja den Brief in der unterschiedlichen Tagebuch.
in der anderen Schrift gesehen. Ich sehe gerade so zeitmäßig, ich glaube, ich mache das wirklich mal so eine lange, lange Folge. Jetzt hatte ich ja schon lange nicht mehr Farbstifte, Brille, Zahnbürste. Untersuchen wir mal das Nachtschränkchen hier. So, das heißt, ich kann Tagebuch, Armbanduhr, Ball. Ich kann nur Berichte schreiben ans Ministerium, wenn irgendjemand Blödsinn gebaut hat. Oder wenn ich finde, dass jemand Blödsinn gebaut hat. Das ist gut zu wissen. So, wohin geht der denn jetzt? Achso, eigentlich kann ich mich dem ja vorstellen, nicht? Hallo! Ich bin hier, um mich vorzustellen. Ich bin Karl, der Haushausmeister. Ist mir eine Ehre. Mein Name ist Dr. Aloysius Spack. Ich bin Arzt. Sie müssen von mir gehört haben, die ganze Stadt hat. Natürlich, noch nicht von Ihnen gehört. Wirklich, sind Sie gerade hier angekommen? Und wofür sind Sie berühmt? Eigenlob stinkt, ich habe nur meine Pflicht getan. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas brauchen. Oh, was für Probleme sollte ich haben? Nichts, Sie haben so viel zu tun. Sind Sie in Ordnung? Oh, beschäftigt. Die Patienten prügeln sich um mich. Sind Sie Arzt? Das ist die eine. Keine Zweifel, bitte. Ich kann sogar Gesunde heilen. Ich würde sagen, besonders gesund. Irgendwelche Bildung? Machen Sie Witze, ich habe mein Leben der Heilung von Menschen gewidmet. Ihre Zweifel verletzen mich. Entschuldigung, das ist eine anspruchsvolle Arbeit. Wie können Sie nur? Hier ist ein gutes Mittel zur Entspannung. Mäßigen Sie sich. Whisky. Oh, jetzt habe ich halt einfach mal Whisky von ihm bekommen. Okay. Er isst jetzt ein bisschen was, ne? So. Dann schnell mal nachschauen hier. Ich habe Sorge, dass da irgendwas passieren kann. Brille. Aber ich habe eher weniger das Gefühl, dass irgendwas passieren wird. Handtasche. So, ganz schnell hier raus. Und einmal ganz schnell runter. Man hat mich nicht da drin herumschnüffeln sehen. So, ich kann mir hier nochmal eine zweite, so eine Überwachungskamera kaufen. So, denkt ihr darüber, dass keine Freiheit herrscht? Das kann ich mir sogar gut vorstellen. Also ich versuche die Schimmers als nächstes irgendwie loszuwerden. Ne, alles gut. So, je weniger Leute man hat, desto besser ist es, um die man sich kümmern muss. So, also das ist das Spiel. So, da verschwindet der erste Schimmer. Kann ich mich umbringen? Achso, der geht runter zum Essen. Achso, ich muss das Ministerium nochmal anrufen. Okay, das wusste ich. Also es stand da jetzt schon die gesamte Zeit, aber ich habe es irgendwie einfach nur ignoriert. Ist nicht so, dass ich es nicht wusste. So, das ist Ranek und das ist Schimmer. Da oben läuft jetzt auch wieder Ranek umher. Hey Leute, Schattenborn hier. Ganz schnell, die Folge ist ein bisschen lang geworden und dementsprechend habe ich das jetzt aufgeteilt in kleinere Folgen. Ne, jetzt nicht wundern, jetzt kommt das Outro. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.